Was geht? Ja, also hier ist nix. Hier ist alles easy. Hier ist alles cool, gar kein Problem. Also. Warum redet der so obvious? Ganz ehrlich. Ja. Also ich bin da reingegangen in den Laden und alles war cool. Also die wollten mir, die haben, ich habe gesagt, gib mir was und die haben, also die haben sofort gesagt, verpiss dich aus dem Laden und so. Okay, und okay, also sie kriegen aber noch Geld von mir, ne? Ja, ich krieg noch Geld von ihnen, ja. Okay, dann kommen Sie bitte in die Lobby vom LSPD. Alles klar, dann komme ich da jetzt hin. Jo, ich soll mich jetzt mit dem treffen. Und das soll ich dir glauben, Homie? Schuhe aus, verpiss dich von hier. Wladimir, was ist los? Wo bist du? Ich habe gerade ein Problem. Ich komme so schnell wie möglich. Ich stehe gerade an der Pizzabude und... Okay, pass auf. Ich bin dir nicht böse. Du bist wirklich heute ein sehr, sehr guter Freund für mich gewesen, okay? Auch wenn wir uns nicht lange kennen. Aber ich denke, du bist ein cooler Typ. Und dass du mir alleine helfen möchtest, finde ich super korrekt. Aber ich bin richtig tief in der Scheiße. Und wenn du mir nicht helfen kannst, dann ist das okay für mich. Verstehst du? Es ist okay. Aber dann sag das. Aber ich muss warten, bis ich ein Fahrzeug habe, weil ich habe gerade hier Pizza ausgeliefert und der Chef möchte mir gerade keinen neuen Roller geben. Weißt du? Sag dem einfach, der beste Pizzalieferant, du, brauchst diesen scheiß verdammten Roller. Ja, das Problem ist, der hat zu mir gemeint, ja, die ganzen Leute, die holen immer die Roller her und bringen keine Roller zurück. Und verdammt. Roller, weißt du? Ich hab aber schon Rick angerufen und er kommt so schnell wie möglich runter und dann komme ich nicht gleich. Okay. Ich bleib jetzt hier einfach sitzen. Und ich versuche mir einfach jetzt mal keine Gedanken zu machen. Versuche einfach jetzt mal positiv zu denken. Ich kann nicht positiv denken. Das war so dämlich. Warum zum verdammten Teufel habe ich das gemacht? Wie kannst du so ein Vollidiot sein und denken, dass $200... Digga, das ist so dumm. Warum bin ich nicht einfach weiter Pizza ausliefern gefahren? Warum bist du so dumm? Die gute Salami-Pizza, die geht immer. Die geht immer. Margarita, ich hätte mir ein Stück abnehmen können, Digga. Ich hätte einfach ein Stück Margarita-Pizza absnacken können und keiner hätte es gemerkt. Und jetzt sitze ich hier hinter einem verschissenen, verdammten Drecksloch von Möchtegern-Frittenbude- Fastfood-Restaurant in dem dreckigsten Scheißloch dieser Scheißstadt. Und die Cops wissen noch nicht mal, wo ich bin. Weil die wahrscheinlich nie in diese Scheißgegend fahren. Das ist so neu. Das ist so eine Scheiße. Oh Mann. Okay. Das wird so nichts. Oh shit. Jetzt laufen noch. Mein Gott. Scheiße. Wenn jetzt hier auch noch irgendjemand ankommt und mich sieht, dann bin ich richtig am Arsch. Okay, ich muss einfach hier bleiben. Scheiße, jetzt bin ich auch noch in so eine Scheißscherbe reingetreten, Mann. Okay, ich bleib jetzt hier. Bleib jetzt hier und warte hier einfach. Wladimir kommt gleich. Ich rufe ihn nochmal an. Ja? Wie sieht's aus? Ja, er ist noch nicht da. Wie gesagt. Scheiße. Das Problem ist die Cops. Ich muss da unbedingt hin. Und jetzt bin ich auch noch in eine scheiß Scherbe reingetreten und jetzt tut mein fucking Fuß auch noch weh. Okay, Wladimir, ich. Ich ruf noch mal Rick an. Warte mal. Komm schon, geh ran. Müller, hallo? Ja, Sie haben gerade gewendet, oder? Ja, hab ich. Bitte tun Sie mir einen Gefallen und drehen Sie noch mal um und kommen Sie zu diesem scheiß Chili-Haus. Bitte. Ich bin gerade barfuß in eine scheiß Scherbe reingetreten. Ich hab so Schmerzen am Fuß, Mann. Ich muss hier unbedingt aus diesem Scheißloch raus. Ja, kein Problem. Wenn Sie weiter wissen Sie da, wo das Autohaus ist? Ich kann wirklich nicht weit laufen. Können Sie bitte zu diesem Chili-Haus kommen?
Ja, Moment, ich muss eben tanken. Ich komme dann rum. Kein okay, Moment. Okay, danke schön. Okay. Danke. Scheiße. Hier. In eine Scherbe getreten. Bitte, bringen Sie mich. Sie ein. Ja, einfach weg hier. Super. Bist du jetzt im Krankenhaus? Ich muss eigentlich zum LSPD. Ich muss erst zum LSPD. Ja, da muss ich jetzt eh in die Gegend zum Arbeitsamt. Okay. Das passt. Super gut. Okay. Wären $15. Ja, okay, kein Problem. Wie viel wär's für mich? Das ist gleiche Ecke, das sind auch $15. Kannst du vielleicht ein bisschen mit dem Preis runtergehen? Also Eddie! Nee, kann ich nicht. Eddie! Die Runde geht auf mich. Hey, wer sagt... Okay, danke. Wie geht's dir, Mann? Alles gut? Hast du deine Führerscheinprüfung gemacht? Oh, du bist es, Mister! Ja! Hey, ich hab's bestanden! Hey, und Gratulation, du? Mann. Gratulation. Hey, was ist denn los? Ach, das ist scheißegal, Mann. Was hast du denn da? Hey, was ist denn? Brauchst du Hilfe? Eddie, hey. Versprich mir, mach einfach keinen Scheiß, okay? Ich mach keinen Scheiß. Was ist denn los? Ey, Eddie, ja, alles gut. Ich fahr sehr viel alles Auto gut. Heute. Alles gut. Ey, Mann, es wird schon wieder okay. Ja, ja, ich weiß. Ey, sag mal, willst du vielleicht meine Nummer? Falls du Hilfe brauchst, kann ich ein paar Leute für dich zusammenschlagen. Ich hab einen harten Rechten. Eddie, weißt du, du bist echt ein korrekter Typ. Guter Junge, der Typ, aber was ist denn mit dir? Der Herr hier zahlt für alle. Die Runde geht wohl auf ihn. Warum auch immer, weiß ich nicht. Freuen Sie sich einfach. Und aufpassen mit dem Fuß. Oh, bis danke schön, Mann. Danke. Tschö, pass auf dich auf. Ja. Frau Justizministerin? Nein, ich bin's. Ich bin jetzt da. Ich bin da. Ja, warten Sie einfach. Ich komm gleich. Verdammte Scheiße, ey. Lassen Sie mich durch. Ich muss hier rein. Ich wollte dir nur helfen. Weißes Shirt. Ich muss zum Herrn Weiß. Ich muss jetzt zum Herrn Weiß. Wer sind Sie? Frank. Und der Herr Weiß weiß Bescheid. Miller, Frank Miller. Kann ich mich hinsetzen? Sie können sich hinsetzen, ja. So eine Scheiße. So eine verdammte Scheiße. Am ersten verschissenen Tag. Und Sie uns erzählen, was passiert ist, oder sparen Sie sich das für einen Herr Weiß auf? Wissen Sie, was das Problem ist? Wissen Sie, was das Scheißproblem ist? Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendjemandem hier überhaupt in diesem Scheißladen vertrauen kann. Das ist einfach eine richtige abgefuckte Scheiße, die da heute gelaufen ist. Gut, und ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand von euch da überhaupt nicht mit drin hängt. Ich weiß es nicht. Verstehen wir dann. Sie müssen uns das nicht erzählen. Gleich kommt der Weiß und da haben Sie dann eine Person des Vertrauens. Ich weiß nicht, ob ich dem vertraue. Das ist das Problem. Er ist der Chief des Police Departments. Also ja, genau. Das hat er mir auch gesagt. Und der komische Kollege von dem, dieser Weiß-Chief und was für eine Scheiße, die mir alles erzählt haben. $200 kriege ich, wenn ich zum Friseursalon gehe und mir die Haare schneiden lasse und frage, ob die Dope für mich haben. Und dann Schuhe haben sie mir abgezogen. Die haben mich durch die ganze Scheiß durch das Scheiß-Ghetto gejagt. Ich habe Angst um mein Leben gehabt. Keiner hat mir gesagt, dass das passiert. Keiner hat mir das gesagt. Die haben gesagt, das ist ganz einfach. Ich gehe da hin und ich ziehe das durch und dann ist alles easy und ich kriege $200. So war das. Ja, das natürlich, da verstehe ich. Das, verstehen Sie das wirklich? Wissen Sie, wie das ist? Die standen mit 6, 7, 8 Leuten um mich herum. Haben mich ausgelacht, haben...
Ich verstehe, wie es ist, aber ich kann das nicht zu 100% nachvollziehen, da ich noch nicht in dieser Situation war. Fahren Sie jetzt mal ganz im Ernst unter uns. Fahren Sie in diese Scheißgegend eigentlich mal rein? Öfters. Ja? Warum? Ja. Erklären Sie mir, warum habe ich 5 Minuten versucht, am Telefon der Polizei zu erklären, wo ich bin? Und die Innocent Street. Ich habe gesagt, ich bin bei diesem scheiß Chili-Laden. Wo ich mir die verdammte scheiß Starscherbe in den Fuß gerammt habe. Und keiner wusste, wo ich bin, aber der Taxifahrer. So ein alter Taxifahrer, so ein Glatzkopf. So ein richtig alter Typ. Der weiß sofort, wo es ist. Holt mich ab ohne Probleme. Hat noch nicht mal Geld genommen von mir. Erklär mir das. Der kennt sich in der Stadt aus wie in seinen eigenen 4 Wänden. Ja, und der Chef der Polizei nicht, oder was? Na, der Chef der Polizei, ich weiß nicht, inwiefern er da mit involviert war. Auf jeden Fall, ihr Anruf geht bei der Leitstelle rein. Und wenn die Ich hab mit dem direkt dann telefoniert, mit dem Chef. Direkt. Oh, ja, direkt. Gut, da müsstest du es dann ihm vorwerfen. Er sagt mir, ich soll ein Codewort nennen. Mario, Pizza ist fertig. Da stehen 8 Leute um mich herum, die genau wissen, was abgeht. Soll ich sagen, Mario, Pizza ist fertig? Einfach so. Was denken die denn? Die töten mich. Die weiß ich nicht, was die mit mir machen. Hier, Herr Weiß, Dankeschön. Ja, verstehe. Dankeschön. Stehen Sie auf! Ich kann nicht aufstehen, weil ich eine scheiß Scherbe in meinem Fuß habe, weil die Arschlöcher mir meine Schuhe abgezogen haben und ich in eine scheiß Scherbe hinter diesem verdammten scheiß verkackten Krankenwagen getreten bin. Selbstverständlich. Ich wollte neu anfangen, ey. Hörst du mal zu. Frank, du bist so ein Vollidiot! Wer? Ich! Ich bin das ein stimmt. Vollidiot! Weil Sie mich da, ich hätte nicht. Sie hören mir jetzt mal zu, jetzt bleiben Sie mal ruhig jetzt. Ich erkläre Ihnen gleich alles. Wer macht denn den Teppich hier sauber jetzt? Das ist ein Problem. Das ist ein scheiß Problem. Fuck. Fuck. Hör mal zu jetzt. Passen Sie auf. Hören Sie mich. Natürlich höre ich Sie. Ja, hören Sie. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Okay? Wissen Sie, was gute Nachrichten sind? Wenn Sie mir jetzt eine Wohnung im besten Viertel besorgen. Und mir ein schönes Auto davor stellen. Das wären gute Nachrichten für mich. Hören Sie, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Also, ich habe das jetzt alles mal rekonstruieren lassen. Die beiden Herrschaften, die Ihnen das angetan haben, sind festgenommen. Die sitzen unten in der Zelle. Wie wissen wir, die sind? Wahnsinn! Wahnsinn! Super! Toll für euch! Jetzt sind 2 festgenommen. Da standen aber 8 Leute um mich herum, die genau wissen, wer ich bin. Und ich wohne 3 Blocks weiter. 3 Blocks weiter. Wie hieß denn der Besitzer von dem Laden? Was weiß ich? Meinen Sie, der hat mir seinen Namen verraten? Hieß der zufälligerweise Dr. Snitch? Kein Plan, wie der hieß. Wie ist Ihr zweiter Name? Miller. Ihr zweiter Name? Mein Name? Ihr zweiter Name. Ich kenne den. Tatsächlich kenne ich den. Ich habe keinen zweiten Namen. Ich erzähle Ihnen jetzt mal was. Passen Sie auf. Hören Sie mir zu. Ich bin so ein... Wissen Sie, ich bin kreativ immer. Also, es gab mal einen jungen Mann, der reiste in einer Stadt ein, voller Träume. Okay? Ja. So, und es gab in dieser Stadt Möglichkeiten ohne Ende. Der Mann bekam von einer Gotteshand eine Aufgabe. Ja? Diese Aufgabe hat er angenommen und wollte diese Aufgabe gut erfüllen. Ja. Doch wissen Sie, was der Mann gemacht hat? Was hat der Mann gemacht? Der Mann hat seine Zähne rausgenommen, denn er war etwas älter. Verstehen Sie? Der hat seine Zähne rausgenommen, seine dritten, hat die auf den Tisch gelegt und ging zu einem Friseur. Dann hat er den Schwanz des Friseurs, Salons, Besitzers so tief in den Rachen genommen, dass er angefangen hat zu erzählen, was er eigentlich da tun sollte. Nur dumm ist, dass der Friseursalonbesitzer gut mit dem Gott ist und ihm das dann erzählt hat. Herr Miller. Gefällt Ihnen die Geschichte, Herr Miller? So, nun erzähle ich Ihnen was. Passen Sie auf. Der größte Feind in der Stadt ist tatsächlich nicht der Gangster auf der Straße, sondern die Jungs in Blau, wenn man die verrät. Verstehen Sie? Und der Chef der Jungs in Blau weiß jetzt, wo sie wohnen und wie sie aussehen. Ach, gucken Sie, da kommt der Arzt. Gott sei Dank. Gott sei Dank, helfen Sie dem mal bitte. Der ist in der Scherbe getreten. Aber der muss auf jeden Fall hier bleiben. Verstehen Sie, der kann jetzt nicht ins Krankenhaus, der ist gefährdet. Okay. Sie haben mich verarscht. Das Bein von ihm hochlegen, dass es nicht weiter rausblutet? Sie haben mich verarscht. Ja. Psst. Der ist auch sehr verwirrt. Sie haben mich verarscht. So. Von Anfang an haben sie mich verarscht. Wie konnten der in eine Scheibe drin treten? Ich weiß es nicht.
Der ist anscheinend sehr, also sehr geistig verwirrt und ist sehr viel barfuß. Ich bin gerannt. Geistig verwirrt! Er hat uns Sie erzählt. Haben mich verarscht! Von Anfang an! Sie wussten so. Das! Sie kannten mich! Seien Sie mal ruhig, alles wird gut! Ihre Nein, Frau es ist wird auf nicht dem alles Weg. Gut! Ihre Frau ist auf dem Weg. Ich weiß, Sie sehen Jonathan. Der sitzt neben Ihnen. Alles ist gut. Jonathan kümmert sich um Sie. Alles ist gut. Ich bin immer wieder der Dumme. Es war Denken schon immer Sie so. Sie an Ihren Freund. Hören Sie, und der, es wird nicht besser werden. Hat irgendwas von seinem Freund Jonathan erzählt, der wohl neben ihm sitzt, aber da ist niemand. Okay. Ja, ich hab nichts gut. von Jonathan erzählt. Was labern Sie für eine Scheiße? Nicht essen. Was labern Sie für eine Scheiße? So. Ganz ruhig, mein Sohn. Alles ist gut. Alles ist gut, Mann. Okay. Die Scherbe ist ja nicht so tief. Todesangst, weil ich hab gedacht, die stechen mich ab. Wie fühlen Sie sich, Sir? Besser? Wie soll ich mich fühlen? Ich hab alles verschissen, was ich verscheißen kann. Alles richtig. Komplett. Sie wollten von der Brücke springen, Sir. Ich wollte nicht von einer Brücke springen. Das kann weiß sein, ich. Dass Sie immer noch im Schock sind. Ganz ich ruhig. Ich wollte nicht von einer Brücke springen. Herr Carsten und ich sind froh, dass wir Sie gefunden haben in der Nacht und der Aktion. Die Brücke im Süden, wissen Sie, am Hafen da. Okay. Die, von dem wäre nicht mehr viel da? Übrig geblieben. Bitte? Die Hohe? Ja, die Hohe mit dem blauen Streben. Ach du Scheiße. Da hätten wir nur noch ein Kerbliche brauchen können. Haben Sie recht. So, dann halten Sie mal bitte Ihre Hand still, dann mache ich mal den Tropf ab. So. Okay, kannst du einpacken wieder? Ja, so, dann mache ich nochmal sauber. Ich müsste jetzt nochmal mit einem von dem Officer reden. Ja, kommen Sie. Ja. Scheiße. So eine Scheiße. Geht's Ihnen jetzt besser? Was wollen Sie hören? Ich habe eine Frage an Sie, Sir. Warum haben Sie gedacht, dass wir so dumm sind? Ich habe nicht gedacht, dass Sie dumm sind. Und warum haben Sie dann sind Sie hingegangen, haben gesnitcht? Ich habe nicht gesnitcht. Okay, woher habe ich dann die Information, dass Sie uns verraten haben? Ich habe Sie nicht verraten. Haben Sie nicht? Was soll dieser scheiß Schlagstock? Was denken Sie, was der ausdrucken soll? Ja, dass Sie hier der dicke Macker sind. Wissen Sie was? Komm, schlagen Sie einfach auf meinen Fuß drauf. Machen Sie es doch einfach. Meinen Sie, ich bin so doof? Ich bringe Sie jetzt ins Krankenhaus. Kommen Sie mit. Das war's? Sie? Das war's, Sir. Ey. Hören Sie mir mal zu. Passen Sie auf. Ich weiß, wer sich bald um Sie kümmern wird. Okay? Ich brauche mir nicht mal die Hände schmutzig machen. Niemand muss sich die Hände schmutzig machen. Ich sag Ihnen was. Und Sie tun mir einen Gefallen, denn die Leute, die sich dann die Hände schmutzig machen bei Ihnen, die suchen wir sowieso. Und Sie bringen mir eigentlich die Eintrittskarte dahin. Also ein Jackpot sind Sie, wissen Sie? Sie haben sich selber in die Hölle gebracht. Und jetzt haben Sie mit dem Teufel einen Tanz gespielt, ein Tänzchen gemacht. Aber ich sag Ihnen was. Wenn Sie die Hölle betreten, wird da ein leerer Stuhl sein. Wissen Sie warum? Weil der Teufel persönlich sagen wird, Herr Weiß, ich habe auf Sie gewartet, nehmen Sie Platz. Und Sie werden Zeuge dieser Zeremonie, weil ich habe Ihnen angeboten, auf der sicheren Seite in der Stadt zu sein. Aber Sie, Herr Miller, haben wohl gedacht, dass es clever ist, beide Parteien gegeneinander auszuspielen, um richtig schön das Geld zu kassieren. Sie sind ein gelddurchtriebener Idiot. Und jetzt müssen Sie mit den Konsequenzen leben, Herr Miller. Ein gelddurchtriebener Idiot, der in einer Sozialwohnung im Ghetto lebt. Ja, Geld durchtrieben, wirklich Geld durchtrieben. Schulden hatte mein Vater. Ich wollte einfach mal Glück haben im Leben. Verstehen Sie das? Mhm. Glück einfach mal, dass das diese Scheiße... Ich will. Meinen Sie? Okay, es war ein Fehler. Okay, es war ein Was Fehler. Was war ein Fehler? Es war ein Fehler. Was? Diesen Auftrag anzunehmen. War das auch ein Fehler, dort zu erzählen, was ich Ihnen gesagt habe? Jetzt passen Sie auf. Wem haben Sie darüber noch eine Information gegeben, dass Sie das machen sollen? Jemanden in einer grauen Schlabberhose mit einem dunklen Oberteil? Wissen Sie, was der Typ gemacht hat? Was hat der gemacht? Der ist vor Ihnen zum Friseur gegangen und hat Sie verraten. Ich weiß. Und Sie haben... Das hab ich ihm gesagt. Ach so. Sie haben da noch mehr Leute mit reingezogen, obwohl ich gesagt habe, Sie sollen da mit niemandem drüber reden. Herr Miller. Sie haben nicht gesagt, dass ich da mit niemandem drüber reden soll. Ich habe gesagt, da reden Sie mit niemandem drüber. Wer ist der andere, mit dem Sie darüber gesprochen haben? Es gibt keinen anderen.
Wissen Sie was? Machen Sie mich fertig. Ich hab Schmeißen Sie, schon Sie mich gemacht. In die Gosse. Ich bringe Sie jetzt ins Krankenhaus, Sir. Sie werden jetzt ein neues Leben haben. Und zwar jemand, der permanent aus dem Fenster gucken muss, ob da keiner vorbeikommt. Und das sind nicht wir. Sondern Ihre Nachbarn. Und wissen Sie was, Sir? Gucken Sie mal. Ich bin ein netter Mensch. Ja? Sie haben mir einen Gefallen getan, aber ich bin ein netter Mensch. Ich gebe Ihnen genau $80. Sie können Ihre scheiß dreckige Kohle behalten. Ich will Ihr Geld nicht. So, hier Ihre $80. Nein, ich will Ihr Geld nicht. Hier, nehmen Sie Ihr Geld zurück. Sie behalten das Geld. Sie behalten das Geld. Nein. Sie behalten das Geld. Hier. Sie behalten... Nein. Hören Sie, soll ich Ihnen das Geld in Ihren Arsch schieben? Soll ich Ihnen das Geld in den Arsch schieben? Wollen Sie? Ja, versuchen Sie es. Machen Sie es. Kommen Sie her. Let's go. Fangen Sie an. Ich wusste, dass Sie so einer sind, der auf so eine Scheiße steht. So sehen Sie nämlich auch aus. Fangen Sie an. Ach komm, lass mich in Ruhe. Also, Sie werden da jetzt ausziehen. Sie ziehen um.